meine Sache. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Du. Eigentlich hatte ich mir den Abend ein bisschen anders geplant. Hatte eigentlich vorgehabt, noch eine kleine Runde durch die Innenstadt zu fahren mit euch, aber ja, kam was dazwischen auf der Arbeit. Ja, kennt ihr das, wenn ihr denkt, ihr habt so richtig ordentlich verkackt und ihr alles Mögliche versucht, um wieder hinzubekommen und eigentlich wisst, scheiße, ja, wirklich verkackt. Ja, sowas hatten wir heute auch. Wir wollten bei Office 365 nämlich unsere Domäne hinzufügen. Nur war die bereits schon vergeben, also nicht vergeben, sondern schon woanders, in einem anderen, wie erzähle ich es am besten, dass es jeder versteht, in einem anderen Account quasi eingerichtet. Und in dem Account haben wir dann den Benutzernamen so geändert, dass er halt so eine Standard Microsoft-Endung hinten hat. Und danach kamen wir nicht mehr rein. Aber wir mussten da rein, um diese Domäne halt wieder rauskriegen zu können. Ja, und wir waren halt der einzige Administrator in dem Ding da. Und wenn man da das Kennwort oder so verliert, ja, hat man verschissen, kommt man nicht mehr rein. Da kannst du auch bei Microsoft anrufen und die sagen, ja, tja, Pech gehabt. So in der Art. Es soll wohl ab und zu mal so ein paar Ausnahmefälle geben, wo sie denn doch irgendwie was machen, aber ja, es soll wohl eher schwer bis unmöglich sein. Aber naja, letztendlich hat sich alles zum Guten gewendet. Und es war tatsächlich einfach nur ein Tippfehler im Passwort. Ja, nachdem wir das denn raus hatten, oh, alter Vater. Waren wir heilfroh und konnten Feierabend machen. Ach ja. Hat aber was Gutes. So gibt es wieder ein paar Überstunden. Hat auch was Negatives. Schon nach 19 Uhr. Die Uhrzeit hier stimmt eh nicht. Da braucht ihr gar nicht so hingucken, auch wenn ihr es vermutlich nicht gesehen habt. Ja, ja, so ist das Leben. Und ich habe gute Nachrichten, Kinders. Sehr gute Nachrichten. Ich habe so ein bisschen Bescheid bekommen, was ich an Steuern zurückbekommen werde. Und da dürfte eine neue Lederkombi locker drin sein. Dementsprechend wird es wohl so aussehen, dass es mit der Rennstrecke auf dem Spreewaldring doch noch was wird. Sehr, sehr schön. Freut mich sehr. Ach ja, und wir haben 22 Grad heute. Das ist auch richtig geil. Und wenn ich irgendwie heute Nachmittag total, ja, wie sage ich das, lahm und träge und müde, nee, müde eigentlich nicht müde, aber so motivationslos und so war, weiß ich nicht, ist jetzt weg. Schön. Sommerreifen sind auch auf dem Auto drauf. Auch wieder eine Sorge weniger. Und ja. Ihr werdet euch vielleicht so ein bisschen fragen, was eigentlich aus meiner Abstimmung geworden ist. Ja, die habe ich noch nicht so richtig ausgewertet. Ich habe schon reingeguckt, natürlich, klar, immer wenn da mal irgendwie eine Antwort kam. Aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe mich da irgendwie bisher noch nicht wirklich drum gekümmert. Deswegen habt ihr jetzt nochmal die Chance, alle, die das noch nicht gemacht haben, hier unten der Link, nochmal mitzumachen bei der Umfrage. Und dann werde ich jetzt wohl, Moinsen, vermutlich am Wochenende das mal genauer auswerten und mir da einen Plan machen,
So ist das. Ja. Und mit den Probefahrten bei BMW und bei Triumph ist leider nichts geworden. Ist sprichwörtlich und wortwörtlich ins Wasser gefallen. Es hat den ganzen Tag über geregnet. Von daher muss ich mir da mal irgendwann einen Termin holen. Und ich Vollidiot habe, glaube ich, heute Morgen nicht gesichertes Videomaterial gelöscht von der GoPro. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich es noch, ich glaube aber nicht. Von daher mal eine Frage an euch. Da müsst ihr mir jetzt mal helfen, die vielleicht so ein bisschen was von Auspuffanlagen verstehen. Ja, da brauche ich jetzt mal eure Hilfe. Und zwar ist mir das Ding ein bisschen zu laut und es wird vermutlich auch zu laut für die Rennstrecke sein. Nur ist die Frage, was kann ich da machen irgendwie? Neu befüllt habe ich den Kram schon. Es hat nichts gebracht. Ja, ich habe insgesamt 3 dB-Killer sind da drin. Wäre die Frage, ob man da eventuell den dB-Killer irgendwas machen kann, dass der leiser ist. Ansonsten, ja, habe ich auch keine Lust mit dem Standardauspuff dahin zu fahren. Der ist definitiv leise, aber so ein bisschen Sound, so im Rahmen der Legalisierungsgedöns-Zeugs-Sache, wäre schon ganz geil. Weil an sich klingt der CP2 von der MT-07 ja eigentlich ziemlich geil. Hier ist übrigens 100. Deswegen rein in die Kommentare, wenn ihr Tipps habt oder irgendwelche Ideen. Oh, hier liegt schon Kacke wieder. Oh, herrlich, herrlich. Ich hoffe, dass das vom Wind her jetzt auch geht. Ich glaube aber nicht, weil das pfeift ja auch ordentlich im Helm irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich habe ja nichts gemacht seit dem letzten Mal irgendwie. Verstehe ich nicht so richtig. Eine Sache hatte ich tatsächlich, glaube ich, noch aus dieser Umfrage, die ich gemacht habe, genau. Da gab es die Frage war es ja nicht, aber da hatte ich ja so nach Verbesserungswünschen oder so eurerseits gefragt. Und da kam auf, dass ich mehr mit Auto machen soll. Da wäre mal meine Frage, ja, tendenziell könnte ich mir das vorstellen, eventuell. Ich wüsste nur nicht was. Das ist das Problem. Also wenn ihr da irgendwie Ideen habt oder sowas, dann ja, haut das rein in die Kommentare auf jeden Fall. Und hier oben in der Info-Dingenskirchen, da oben rechts halt oben, habe ich nochmal eine Mini-Umfrage, wer sich das tatsächlich auch vorstellen könnte, dass ich mehr mit Auto oder zusätzlich auch noch was mit Autos mache. Ich meine, ich werde da jetzt auf jeden Fall keine Tutorials irgendwie machen, wie keine Ahnung, fällt mir so auch spontan gar nichts ein. Von daher, keine Ahnung. Also die Idee ist cool. Ich wüsste nur nicht, was ich damit machen soll. Aber ansonsten bin ich ja immer offen für neue Sachen, auch technisch gesehen. Da habe ich ja in der Vergangenheit jetzt auch ein bisschen Reviews über Video-Equipment mit reingemacht. Ich denke mal, das werde ich auch noch weiter fortführen und eventuell ausbauen. Mal sehen, weiß ich noch nicht. Tendenziell habe ich auch schon überlegt, ob ich dafür nicht einen eigenen Channel mache. Aber weiß ich nicht. Ich finde das geiler, irgendwie alles mit einem Channel zu machen. Genau das gleiche auch mit Gaming. Ich habe ja mal eine Zeit lang Let's Plays gemacht und aufgezeichnet und hochgeladen und irgendwann aber keinen Bock mehr gehabt auf Schneiden letztendlich. Deswegen ich dann ursprünglich auf Twitch umgestiegen bin. Ja, bleiben Sie bitte auf Ihrer Seite. Dankeschön. Da habe ich ja letztens mal einen Livestream auf YouTube gemacht. Ich bin mir noch nicht sicher. Eventuell. Das Problem ist, mir fällt das immer recht spontan ein. Und ich glaube, das ist vielleicht für euch nicht ganz so gut, wenn ich jetzt so einen Livestream mache, so spontan so. Ich denke mir, oh, jetzt ich stream live und mache einen Post und ja.
Und dann geht das los und dann nach einer Stunde ist vorbei und die meisten kommen komischerweise erst so gegen Ende. Aber ich bin auch nicht unbedingt so der Fan davon zu sagen, ja, wir machen das jetzt um oder morgen um 19 Uhr oder wie auch immer. Und nachher sage ich mir auch, eigentlich habe ich gar keinen Bock oder nachher habe ich gar keine Zeit irgendwie und das, was ich davor machen will, verzögert sich und hast du nicht gesehen? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Muss ich mir nochmal drüber Gedanken machen, glaube ich. So, und dann würde ich sagen, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich will euch nicht länger mit meinem Was wäre, wenn und vielleicht so und vielleicht dies und ach, hast du nicht gesehen, länger belästigen. Ja, schreibt einfach was in die Kommentare und derjenige, der es noch nicht gemacht hat, der kann sich da die Umfrage nochmal angucken und ansonsten sage ich mal, tschüss Kinders, ne? Feine Sache, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal, ne? Haut rein! Ciao, ciao!